geht es dann gleich los. Das Liechtenstein und die Schweiz haben heute etwas zum Feiern. Und zwar 100 Jahre Zollanschlussvertrag Schweiz-Liechtenstein. Wir freuen uns riesig, dass wir dieses Event dürfen moderieren. Ja, und es geht eben da hinten gleich los, wo die Gäste eintreffen. Auf dem roten Teppich. Bei uns steigt auch schon der Puls, oder? Absolut. Und wir wünschen Ihnen dann viel Vergnügen bei dieser Show. Diese sehr bewegte Zeit, sehr auch ungewisse Zeit, muss man schon sehen, diese Krisen, die nacheinander mal kommen und erscheinen. Es ist sehr wichtig, einfach stabile Beziehungen zu haben, stabile Kanäle, um zusammenarbeiten zu können, und das auch auf internationaler Ebene. Ich war sehr beeindruckt zu sehen, zum Beispiel, was Liechtenstein erreichen konnte im New York im Rahmen der UNO mit der Veto-Initiative. Das hat Liechtenstein gemacht. Wir haben da sehr eng auch mitgearbeitet. Wir sind auch sehr, sehr froh gewesen, dass es so passiert. Und solche Elemente sind wichtig. Und das kann man einfach weiterbauen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, über 110 Verträge mit der Schweiz dazugekommen. Aber es war der Auftakt zu dieser ganz engen Partnerschaft, die wahrscheinlich auf diese Art und Weise einzigartig ist, dass man ja nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch regionaler Ebene mit Kantonen viele weitere Abkommen hat. Unsere Vorfahren haben vor 100 Jahren eine gute Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die die Schweiz und Liechtenstein eng zusammengeschweißt hat und vieles ermöglicht hat. Und das Verrückte ist, für das hat es nur ein paar Blatt Papier gebraucht. Da ist er, der Zollanschlussvertrag Schweiz-Liechtenstein zusammen mit der Ratifikationsurkunde. Und wir scheuen natürlich keinen Aufwand und bringen die beiden historischen Dokumente mit. Und da sind sie. Die Ratifikationsurkunde und der Zollvertrag. Durchlauchter Erbprinz, Königliche Hoheit, sehr geehrter Herr Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft, werte Vertreterinnen und Vertreter vom öffentlichen Leben in Liechtenstein und in der Schweiz, geschätzte Gäste. Herzlich willkommen zu diesen Feierlichkeiten zum Geburtstag zu 100 Jahren Zollanschlussvertrag Schweiz-Liechtenstein. Es freut uns sehr, dass Sie heute Abend da sind. Und selbstverständlich können Sie im Verlauf des Abends dann die Ratifikationsurkunde und den Zollvertrag noch näher anschauen. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum das Fest am Mittwoch stattfindet. Und das hat einen guten Grund, nämlich genau heute vor 100 Jahren, am 29. März 1923, ist der Zollanschlussvertrag vom Liechtenstein und der Schweiz unterzeichnet worden und ist dann am 1. Januar 1924 in Kraft getreten.
Und wenn Sie sich gefragt haben, was beinhaltet denn der Zollanschlussvertrag alles, dann schauen wir uns jetzt zusammen das noch mal genauer an. "2023 jährt sich die Unterzeichnung des Zollvertrags zwischen Liechtenstein und der Schweiz zum 100. Mal. "1919 kündigte Liechtenstein den seit 1852 bestehenden Zollvertrag mit Österreich. Damit war Liechtenstein als Zollgebiet auf sich alleine gestellt. Liechtenstein beschloss, sich Richtung Schweiz zu orientieren. Nach gut 3 Jahren Verhandlungszeit unterschrieben die Schweiz und Liechtenstein am 29. März 1923 den schweizerisch-liechtensteinischen Zollvertrag. Er trat am 1. Januar 1924 in Kraft. Die beiden Länder bilden seither einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Für das liechtensteinische Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit waren verschiedene Faktoren verantwortlich. Aber gerade die Einbindung Liechtensteins in den Schweizer Wirtschaftsraum hat die wirtschaftliche Entwicklung des Landes seit der Nachkriegszeit maßgeblich geprägt. Seit dem Inkrafttreten des Zollvertrags ist Liechtenstein über die schweizerische Außenhandelspolitik in die Weltwirtschaft eingebunden. Über den Zollvertrag kommen heute rund 400 Schweizer Erlasse sowie knapp 400 internationale Verträge in Liechtenstein zur Anwendung. Der Zollvertrag war der Grundstein für die vielfältigen engen Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz. An dieser engen Beziehung konnte auch der Beitritt Liechtensteins zum EWR 1995 nichts ändern. Dies war eine der wenigen Anpassungen, die der Zollvertrag in den vergangenen 100 Jahren erfahren hat und ermöglicht Liechtenstein seither, 2 Wirtschaftsräumen anzugehören. Ja, 100 Jahre Zollvertrag Schweiz-Liechtenstein. Lange Zeit, aber etwas hat sich in all diesen Jahren nicht geändert, nämlich die besondere Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern, zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Gewisse Liechtensteinerinnen gehen auch so weit und heiraten einen Schweizer. Am heutigen Abend, wenn wir alle zusammen den Zollanschlussvertrag feiern, der Vertrag, der so viele weitere Verträge ermöglicht hat, der das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben von unseren beiden Ländern prägt hat. Wir wollen dann auch zusammen in Zukunft schauen, was zwischen diesen beiden Ländern weitergeht, wie wir den Vertrag pflegen können. Ja, und jetzt würden die Feierlichkeiten offiziell eröffnet, nämlich von seiner Durchlaucht Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonsregierungen, sehr geehrte Nationalrätinnen und Nationalräte, sehr geehrte Ständeräte, sehr geehrte Staatssekretärinnen, sehr geehrte Mitglieder der Kantonsregierungen, sehr geehrte Gäste aus nah und fern. Vor genau 100 Jahren unterzeichnete der Geschäftsträger der liechtensteinischen Gesandtschaft in Bern, Emil Beck, und Bundesrat Giuseppe Motta als Vorsteher des eidgenössischen politischen Departements den schweizerisch-liechtensteinischen Zollanschlussvertrag. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam das 100-jährige Zollvertragsjubiläum feiern können. Gerade in diesem von Unsicherheiten geprägten Umfeld erfüllt es mich mit großer Dankbarkeit, dass das daraus gewachsene, besonders nahe sowie freundschaftliche Verhältnis zwischen der Schweiz und Liechtenstein von gegenseitigem Verständnis geprägt ist. Vor 100 Jahren
stand Liechtenstein wirtschaftlich isoliert da. Die Zollunion mit Österreich war 3 Jahre zuvor gekündigt worden und es herrschte eine große Armut. Durch den Anschluss an den Schweizer Zoll- und Wirtschaftsraum eröffnete sich für Liechtenstein Entwicklungsmöglichkeiten, die schon bald zu einer Besserung der Lage führten. Der Abschluss des Vertrages war nicht unumstritten. Liechtenstein schränkte bis zu einem gewissen Grad seine Außenhandelsautonomie und Souveränität ein. Wenn wir aber die letzten 100 Jahre Revue passieren lassen, sehen wir, dass dieser Schritt für unser Land wegweisend und von existenzieller Bedeutung war. So verfügen wir heute über einen breit diversifizierten sowie hochspezialisierten Wirtschaftsstandort, der im regen Austausch mit der Schweiz und insbesondere der Region steht. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass von den Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die nach Liechtenstein kommen, fast 60% ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Auch von den über 1000 Lernenden in den liechtensteinischen Betrieben wohnen ungefähr 30% in der Schweiz. Der Zollvertrag schaffte die Basis für eine besonders enge zwischenstaatliche Beziehung, die seinesgleichen sucht und nicht selbstverständlich ist. Er bildet den Auftakt von rund 110 weiteren Vereinbarungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Diese erstrecken sich über praktisch alle Lebensbereiche und führten zu einer starken grenzüberschreitenden Verflechtung, unter anderem im Gesundheits-, Bildungs-, Sicherheits-, Sozial-, Versorgungs- und Sportbereich. Diese Beispiele zeigen, dass die Schweiz und Liechtenstein weit mehr verbindet, als dies zwischen zwei Nachbarn üblicherweise der Fall ist. All dies ist nicht zuletzt der Bereitschaft der Schweiz zu verdanken, auf die Anliegen seines kleinen Nachbarns im Osten einzugehen. Vielleicht hat gerade auch der föderalistische Geist der Schweizerischen Eidgenossenschaft dazu beigetragen, dass die Schweiz viel Verständnis für unsere Vorstellungen aufbrachte. Dies gilt insbesondere für unsere Bestrebungen nach einer größeren Unabhängigkeit in Bezug auf die Außenhandelspolitik. Es war vor allem auch der Lösungsbereitschaft der Schweiz zu verdanken, dass Liechtenstein seit seinem EWR-Beitritt 1995 gleichzeitig zwei Wirtschaftsräumen angehören kann, ohne dass die vielseitige und gute Partnerschaft mit der Schweiz dadurch beeinträchtigt worden wäre. Die große Vernetzung zwischen unseren beiden Staaten führt dazu, dass die rechtlichen Grundlagen des sich ändernden Umfelds immer wieder angepasst werden müssen oder es neuer Vereinbarungen bedarf. In diesem Zusammenhang möchte ich am heutigen Jubiläumstag ganz speziell all jenen danken, die in Verbindung mit dem Zollvertrag in ihrem Arbeitsalltag den Anliegen Liechtensteins und der Schweiz auf pragmatische und konstruktive Weise Rechnung tragen. Der Zollvertrag ist uns wieder besonders ins Bewusstsein gerückt, als sich um uns herum Corona-bedingt die Länder eingekapselt haben. Es war für uns eine große Erleichterung, dass die Zollunion mit der Schweiz das Passieren der Grenze zwischen unseren beiden Ländern ohne die Notwendigkeit von Zertifikaten oder Ausnahmebestimmungen ermöglichte. In der Bewältigung der Pandemie und der aktuellen Mangelsituation im Energiebereich hat sich einmal mehr gezeigt, wie wertvoll für Liechtenstein der Zollvertrag ist und dass sich dieses Abkommen auch in Krisenzeiten bewährt.
etliche staatliche Leistungen, zum Beispiel in den Bereichen der Gesundheit und der höheren Bildung, können für eine größere Region mit mehr Effizienz und höherer Qualität erbracht werden. Gerade in diesen Bereichen zeigen sich die Vorteile der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von zwei zuverlässigen Nachbarn besonders gut. Vor allem dank vieler Kooperationen mit den Kantonen können so die Schweiz und Liechtenstein Infrastrukturen besser auslasten und Kosten besser verteilen. Zusätzlich zur engen regionalen Zusammenarbeit vertritt die Schweiz seit über 100 Jahren bei Bedarf liechtensteinische Interessen im Ausland. Die Schweizer Vertretungen sind in den meisten Staaten auch für liechtensteinische Angelegenheiten im Konsularbereich zuständig. Liechtenstein und die Schweiz kooperieren aber nicht nur bilateral, sondern auch in multilateralen Gremien wie der EFTA, der OSZE, dem Europarat und der UNO. Trotz der unterschiedlichen Staatsformen teilen wir neben der direkten Demokratie auch viele Interessen und Werte. Wir räumen dem Schutz der Freiheit, der liberalen Marktordnung sowie der Rechtsstaatlichkeit einen hohen Stellenwert ein. Und wir bekennen uns zu den Grundsätzen ökonomischer, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Wie in jeder guten Partnerschaft gibt es auch zwischen unseren beiden Staaten den einen oder anderen kleineren Bereich, der nicht restlos geklärt ist oder sich aufgrund unterschiedlicher Positionen nicht restlos klären lässt. Die positiven Aspekte haben in den 100 Jahren aber immer bei Weitem überwogen. Und die Partnerschaft ist getragen von großem Verständnis und Kompromissbereitschaft. Und das gilt es heute zu feiern. Denn mit keinem anderen Land pflegt Liechtenstein eine so enge und freundschaftliche Partnerschaft und ist der Austausch über alle Ebenen hinweg so rege wie mit der Schweiz. Von der Politik und der Verwaltung über die Wirtschaft bis hin zu den Familien. Es freut mich deshalb sehr, dass der heutige Abend den Auftakt zu weiteren gemeinsamen Festlichkeiten im Zusammenhang mit dem 100-jährigen Zollvertragsjubiläum bildet und diese Festivitäten auch Gelegenheit bieten, unsere Beziehungen weiter zu vertiefen. Dass an den verschiedenen Jubiläumsanlässen jeweils auch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter Liechtensteins und der Schweiz teilnehmen, unterstreicht die gegenseitige Wertschätzung und die Bedeutung, die unsere beiden Staaten diesem Vertragswerk beimessen. Liechtenstein wird der Schweiz weiterhin ein guter und verlässlicher Partner sein. Ich bin überzeugt, dass der Zollvertrag auch in Zukunft eine ausgezeichnete Basis für die Fortführung der wertvollen und weitreichenden Beziehung zwischen unseren beiden Staaten bilden wird. Danke. Herzlicher Dank durchlaucht und jetzt möchte mir das Wort übergehen an Bundespräsident von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, für seine Rede. Thank you.
Durchschlaucht, königliche Hoheit, Vertreterinnen und Vertreter der Regierung, des Landtags und der Behörden des Fürstentums Liechtenstein, Vertreterinnen und Vertreter der eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden der Eidgenossenschaft, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier in Schaan zu sein und mit Ihnen dieses Jubiläum zu feiern. Zwei Staaten können sich nicht näher stehen als die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Schauen Sie sich nur unsere Nationalhymnen an. Wir besingen den Alpenfirn, Sie den Alpenhöhen, wir das strahlende Meer und Sie den jungen Rhein. Hymnentechnisch könnten wir glatt fusionieren. Und mit Jakob Josef Jauch hat ja auch ein Schweizer die liechtensteinische Nationalhymne geschrieben. Obwohl er vielleicht mehr Liechtensteiner als Schweizer war. Jauch stammte aus einem Urschweizer Geschlecht, wurde in Russland geboren, ist reformiert aufgewachsen, studierte in Basel, Luzern, Chur, wurde katholischer Priester, arbeitete im Elsass, in London, in Italien, fühlte sich in Balzers zu Hause, wurde vom Fürstenhaus unterstützt, bis ihn der Bischof von Chur aus Liechtenstein wegbeorderte. Und über 100 Jahre lang hatten die Schweiz und Liechtenstein sogar dieselbe Melodie für unsere Hymnen. God save the King des Vereinigten Königreichs. Ich werde jetzt aber nicht singen, Sie kennen die Melodie. Und die Schweiz hat sich dann 1961 hymnisch vom König losgesagt und hat den Schweizer Psalm eingeführt. Ja, Liechtenstein und die Schweiz waren sich schon immer nah. Und der Zollvertrag, das wir heute feiern, brachte unsere Länder noch näher zusammen. Selbstverständlich war dieser Vertrag aber nicht. Wir wissen, dass er an Vorurteilen hätte scheitern können. Auf beiden Seiten der Grenze gab es Gegner des Vertrags. Die einen befürchteten negative Folgen für die Wirtschaft. Aber es gab auch große Vorbehalte gegen die Konfession auf der jeweils anderen Seite des Rheins. Es tauchten beidseitig Vorwürfe auf, die von drüben seien nicht gesetzestreu. Dass sich unsere Vorfahren gegen solche Vorurteile und für den Zollvertrag ausgesprochen haben, das ist ein Beispiel für Weitblick und eine kluge politische Weichenstellung. Ja, Durchschlaucht, königliche Hoheit, Herr Regierungspräsident, meine Damen und Herren, wir wissen, dass sich die positiven Folgen des Zollvertrags bald schon nach der Unterzeichnung gezeigt haben. Beide Länder haben davon politisch und wirtschaftlich profitiert. Gerade auch die Schweizer Grenzregionen, wo einst vor einem Anstieg des Schmugglerwesens gewarnt wurde. Die Schweizer Grenzwächter durften erleichtert feststellen, dass sich die liechtensteinischen Berge als Schmugglerrouten auch nicht besser eignen als unsere. Im Laufe der Jahrzehnte sind die Wirtschaftsräume immer weiter zusammengewachsen. Und heute sind die Verflechtungen so eng, dass sich die Handelsströme nicht mehr sinnvoll erfassen lassen. Was wir wissen, mehr als 56% der Beschäftigten in Liechtenstein sind Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Und mehr als 2/3 von ihnen leben in der Schweiz.
Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg teilen unsere Länder das Glück, ausschließlich von befreundeten Staaten umgeben zu sein. Und das ist sehr kostbar. Zwischen der Schweiz und Liechtenstein ist es so, dass wir selten Differenzen haben. Aber falls doch, gibt es bewährte Instrumente, diese beizulegen. Denn wir arbeiten auf allen Ebenen eng, sehr eng zusammen. Mit einem dichten Geflecht an Abkommen. Neben dem Zollvertrag, es ist vorher auch gesagt worden, sind es über 100 weitere. Und die Schweiz und Liechtenstein engagieren sich gemeinsam für die weitere Entwicklung der 4-Länder-Region. Die Kontakte hier sind stark und die sind zukunftsträchtig. Umso größer sind derzeit die Herausforderungen für die Weltgemeinschaft. Nach einer Periode mit global positiven Entwicklungen in den letzten Dekaden waren die vergangenen Jahre von einem Rückschritt der Entwicklung geprägt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine brutale Attacke auf ein friedliches Land. Und ebenso sehr ist er eine brutale Attacke auf das Völkerrecht und den Multilateralismus. Um es deutlich zu sagen, die internationale Gemeinschaft ist brutal vom Kurs abgekommen. Aktuelle Krisen, so dramatisch sie sind, verstellen zudem den Blick auf die größten Herausforderungen der Menschheit. Den Klimawandel und die globale und innerstaatliche Ungleichheit. Die Schweiz und Liechtenstein als wohlhabende Staaten packen auch auf internationaler Ebene gemeinsam an. Die Zusammenarbeit im Rahmen der UNO ist hervorragend. Und ich denke hier etwa an die Gruppe Accountability, Coherence and Transparency, die sich für bessere Arbeitsmethoden des UNO-Sicherheitsrates einsetzt. Die liechtensteinische UNO-Mission ist in diesem Gremium eine Schlüsselpartnerin für die Schweiz. Bewundernswert ist auch dieser Erfolg, den Liechtenstein im Mai 2022 mit seiner Veto-Initiative erzielen konnte. Dank der Veto-Initiative befasst sich die Generalversammlung automatisch mit einer im Sicherheitsrat aufgrund eines Vetos gescheiterten Entscheidung. Und dann das große Engagement des Landes gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei. Was die Schweiz betrifft, freuen wir uns, dass wir bei der Wahl in den UNO-Sicherheitsrat ein starkes Mandat der Generalversammlung erhalten haben. Wir werden hart daran arbeiten, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Offene Volkswirtschaften wie die Schweiz und Liechtenstein sind auf regelbasierte internationale Ordnung unbedingt angewiesen. Internationales Engagement ist wohlverstandenes Eigeninteresse, der berühmte Blick über den Tellerrand, ohne den Politik nicht auskommen sollte. Und hier schließt sich der Kreis zum Zollvertrag und zur Würdigung unserer Vorfahren. Durchschlaucht, königliche Hoheit, Herr Regierungspräsident, meine Damen und Herren, es freut mich sehr, dass wir das 100-Jahr-Jubiläum eines weitsichtigen Abkommens feiern können. Der Zollvertrag war schon bei seinem Entstehen eine Absage an eng verstandene und kleinliche Interessen. Der Zollvertrag hat die während Jahrzehnten weiter gewachsene Freundschaft unserer Länder mitbegründet. Und der Zollvertrag wirkt im Ergebnis weit über die Grenzen der Schweiz und Liechtenstein hinaus. Ja, meine Damen und Herren, es lebe Liechtenstein, es lebe die Schweiz, es lebe den Zollvertrag. Vielen Dank.
Jetzt möchten wir aber zuerst über die Bedeutung und auch über die Zukunft des Zollvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein reden. Und für das bitte ich ganz herzlich auf die Bühne aus Liechtenstein Frau Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, dann haben wir die Regierungsrätin Dominik Hassler, aus St. Gallen der Beat Tinner Regierungsrat und aus Graubünden der Herr Regierungsrat Jan Domenic Parolini. Hallo, geht hier. Hallo. Ja, es freut uns sehr, dass wir hier ein Gespräch unter Nachbarn führen können. 100 Jahre ist eine lange Zeit, wo wir alle ein bisschen stolz darauf sein können. Frau Regierungschef, Stellvertreterin Monauni, ist der Zollvertrag immer noch gleich aktuell wie damals? Absolut. Ich sage immer, der Zollvertrag ist, glaube ich, neben dem EWR der wichtigste Wirtschaftsvertrag, wo es Liechtenstein jemals abgeschlossen hat und ist für die Wirtschaft von unglaublicher Bedeutung. Aber natürlich ist die Bedeutung geht noch weiter als noch für die Wirtschaft. Und ich glaube immer, wie so eine enge Partnerschaft, die zeigt sich dann vor allem auch, ich sage jetzt mal, in turbulenten Zeiten, wo wir jetzt ja durchleben. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, Zusammenarbeit, jetzt gerade während der Pandemie, aber auch jetzt in Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage, wo wir Gott sei Dank nicht hatten, haben wir nochmal gesehen, ja, wie sich die Partnerschaft bewährt hat. Es ist ganz klar, für unser Land ist der Wirtschaftsvertrag, das Fundament für unsere Stabilität im Land, für unseren Wohlstand. Wir haben offene Grenzen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Wir studieren in der Schweiz, wir heiraten Schweizer. ja, und ich glaube, das ist einfach die Verbundenheit. Ich glaube, die kann man nicht genug wertschätzen. Es ist ein Privileg, dass wir neben einem Land leben können, wo friedlich ist und wo eine lebendige Demokratie hat. Herr Tinner, wir wechseln in die St. Galler Sicht hinein. Wenn Sie die Bedeutung des Zollvertrags aus St. Galler Sicht müssten analysieren oder beschreiben, was würden Sie da sagen? Ja, das mache ich sehr gerne. Und wenn wir jetzt da mal den Blickwinkel St. Gallen, ich wohne gerade eigentlich gegenüber dem Rhein, dann nachher kann man doch feststellen, dass wir jetzt über 100 Jahre eine institutionalisierte Zusammenarbeit haben, auch eine Zusammenarbeit, die auf einer freundschaftlichen Grundlage gelebt wird, obwohl es ganz am Anfang ja mal gewisse Vorbehalte gegeben hat. Und wenn man das aber abbrechen tut, dann haben wir natürlich vor allem auch im wirtschaftlichen Teil, im Berufsbildungs-, aber auch im Bereich der Fachhochschulen, Universitäten, eine sehr enge Zusammenarbeit und vor allem ins Land Liechtenstein, dort mal Mitträgerin vom NTB, heute aber Fachhochschule Ost. Dann gibt es sehr viele Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die auf Bux oder auf Sargans oder auch immer in Berufsschulen im Kanton St. Gallen gehen. Und was aber sicher auch sehr entscheidend ist, und da bin ich stolz darauf, dass wir auch im Bereich von der Forschung und Innovation sehr einen engen Austausch haben. Ich glaube, das ist einerseits geschuldet an unserer industriellen Zusammensetzung, beidseits vom Rhein. Aber, und ich glaube, das war entscheidend, wir haben mit Research im Bux am NTB eine gemeinsame Forschungsinstitution können aufbauen und mit der Gründung des Switzerland Innovation Park Ostschweiz in St. Gallen ebenfalls eine Grundlage können schaffen für einen guten Austausch. Und da bin ich auch immer wieder sehr froh gewesen, dass wir können mit dem Land Liechtenstein. Ich glaube, das ist auch entscheidend. Das ist manchmal noch von Vorteil, wenn man auch vielleicht in der Regierung kann sagen kann, die Liechtensteiner sind auch dabei. Es erleichtert doch das eine oder das andere. Herr Regierungsrat, Graubünden ist wie der Kanton St. Gallen aufgrund von der Nähe sehr eng mit dem Liechtenstein verbunden. Wie nennen Sie die Auswirkungen des Zollvertrags in Graubünden wahr? Buonasera, tot sind Semmel. Ich glaube,
die Zusammenarbeit, die dieser Zollunion, dieser Zollvertrag ermöglicht hat, das war sehr wichtig, nicht nur wirtschaftlich betrachtet, sondern auch gesellschaftlich. Wir haben gehört, es wird geheiratet über die Grenzen, teilweise auch nach Graubünden. Ich habe auch Verwandte, die in Liechtenstein arbeiten. Also da ist ein enger Bezug ermöglicht worden, dank diesem Zollvertrag. Da bin ich überzeugt, dass das eine zentrale Rolle spielte. Bezüglich dem Vorbehalten, Bundespräsident Berset hat gesagt, dass eben das Schmuggeln auch in Liechtenstein so aufwendig sei wie in den Alpenregionen der Schweiz. Das kann ich bestätigen. Und ich komme aus einer Grenzregion, dem Engadin, dem Unterengadin, und vielleicht war da das Konkurrenzdenken ausschlaggebend für eine etwas skeptische Haltung gegenüber diesem Vertrag. Und sonst, also ich würde sagen, wir haben einen engen Austausch, auch mit meiner Kollegin Dominik Hassler. Wir sind beide Erziehungsdirektoren, sie unter anderem, ist sie noch vieles andere. Und da die Liechtensteiner Regierungsrätinnen und Regierungsräte sind bei unseren Konferenzen, Direktorenkonferenzen, sehr gut involviert und bringen auch ihre Inputs ein. Und wir schätzen diese Zusammenarbeit auch außerordentlich. Ja, dann gehen wir doch gerade zu der Frau Hassler über, wenn Sie, Herr Parolini, Sie schon lanciert haben. Was sind für Sie aus aussenpolitischer Sicht die Errungenschaften vom Zollvertrag? Ja, da gibt es unzählige, aber wenn man jetzt so eine Haupterrungenschaft über die 100 Jahre zusammenfassen müsste, dann ist es eher primär die Aussenwirtschaftspolitik gewesen. Wir haben es heute gehört. Der Zollvertrag hat damals eigentlich das Tor zur Welt für Liechtenstein geöffnet, in dem alle Handelsverträge, die für die Schweiz gelten haben, eben auch für unser Land dann massgeblich gewesen sind. Und da hat sich auch nichts geändert am Beitritt jetzt bei EFTA 1991 oder beim EBR-Beitritt 1995. Was der Zollvertrag als zweites natürlich auch eine Errungenschaft war, ist, dass er eine Basis bildet hat für viele, viele weitere Abkommen. Er war ein Rahmenvertrag gewesen, wo eben nachher auf dieser Basis über alle Lebensbereiche viele weitere Abkommen haben können gemacht werden, wo natürlich weiter auch Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Ländern bis heute maßgeblich prägen. Und die dritte Errungenschaft ist für mich persönlich neben den inhaltlichen Errungenschaften, wo wir jetzt schon einige gehört haben, vor allem eben wirklich auch das Wie, die Errungenschaft, wie wir zusammen schaffen. In einer Partnerschaft, in einer Freundschaft gibt es immer auch Herausforderungen und dann ist ja immer die Frage, wie geht man mit ihnen um. Und was ich erlebe, ist eine unglaubliche Konstruktivität, einen Pragmatismus, miteinander an den Tisch setzen können, Sachen zu besprechen zu können. Und ich glaube, das ist eigentlich die Errungenschaft, die auch wichtig ist für die Zukunft. Wir wissen alle, dass wir mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind. Und das Wichtigste ist dort für mich, dass wir wissen, dass wir über 100 Jahre hinweg alle die gemeinsamen Chancen, aber auch Herausforderungen gemeistert haben. Und ich wünsche mir, dass wir auch für die nächsten 100 Jahre ja, das so weiterpflegen können, dass dann eine Generation, wenn sie dann an dem Abend, wo sie dann 200 Jahre feiern, noch mit Stolz zurückschauen kann und kann sagen, mal, auch die 200 Jahre Zusammenarbeit sind sehr gut verlaufen. Ja, wir haben schon mehrfach gehört, am heutigen Abend, der Zollvertrag hat die beiden Länder wirklich zusammengeschweißt. Es ist sozusagen das Fundament für die vielfältige Zusammenarbeit. Gibt es auch Bereiche, wo Liechtenstein und die Schweiz unterschiedliche Wege gehen, Sabine Monauni? Da müssen wir schon auch drüber reden, oder? Ja, wir heben natürlich immer gerne das Gemeinsame hervor. Genau. Und in der Regel tun wir uns auch gerne an die Schweiz anlehnen. Das ist oft immer sehr bequem. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, wenn es um die Europapolitik geht. Wir haben uns sozusagen vor mehr als 25 Jahren emanzipiert und haben bei der EWR-Abstimmung dort gesehen, dass wir dort mit dabei sein möchten. Eine Woche nach der EWR-Abstimmung von der Schweiz, die dann negativ ausgefallen ist. Und da haben sich dann
ja, die Wege, was die europäische Integration anbelangt, ja, ein bisschen unterschieden. Das ist auch ein Weg, der durchaus auch, anspruchsvoll ist für unsere beiden Länder, weil wir ja eben in dem gemeinsamen Wirtschaftsraum sind und gleichzeitig hat es Liechtenstein noch das EWR-Abkommen, wo noch andere Regularien zu übernehmen sind. Und da haben wir dann immer wieder Diskussionsbedarf in diesen beiden Wirtschaftsräumen, wie wir das managen. Aber ich glaube, man muss vielleicht jetzt an dem Tag auch noch einmal betonen, wie wohlwollend das auch von der Schweiz gesehen ist, 1995, dass sie Liechtenstein das ermöglicht haben, dass wir am EWR beitreten können, nachdem das Stimmvolk dem zugestimmt hat. Das war auch nicht selbstverständlich gewesen. Liechtenstein hat sehr profitiert, dass wir in zwei Wirtschaftsräumen gleichzeitig teilnehmen konnten. Wir haben effektiv Standortvorteile gewonnen durch das. Und dass die Schweiz das so, fast schon toleriert hat, das ist wirklich, da muss man wirklich sehr froh und dankbar sein. Und das, glaube ich, und es ist heute schon mal betont worden, ich glaube, das ist wirklich einfach auch ein Pragmatismus von der Schweiz geschuldet, dass wir uns da zusammenraufen, wenn es irgendwo unterschiedliche, Regularien gibt, dass wir da Lösungen finden. Und das hat bis jetzt wirklich gut geklappt und natürlich würden wir uns wünschen, dass so die Schweiz Verhältnis mit der EU bald gut regeln kann, weil das würde natürlich dann den Unterschied verringern. Und wir sind natürlich auch gerne bereit, mit unserer Erfahrung dort zu unterstützen, wie man mit den Europäern am besten umgeht. Applaus, hä? Viele Probleme machen nicht Halt an der Grenze. Welche Herausforderungen kann da auf unsere gemeinsame Region zu, wo wir gemeinsam angehen müssen? Ja gut, wir haben sicher einige gemeinsame Herausforderungen. Ich meine, wenn man die globale Situation anschaut mit dem Krieg und den Demokratien, die unter Druck sind, dann haben wir, glaube ich, da eine grosse Gemeinsamkeit, dass wir für unsere freie Werte, für eine liberale Marktwirtschaft und für freie Meinungsäußerung und für Demokratie einstehen. Und das soll uns weiterhin auch noch mehr zusammenschweißen, nicht nur Liechtenstein und Graubünden oder die ganze Schweiz, sondern ganz Westeuropa und andere demokratische Länder. Wir haben den Rhein, der uns verbindet, Graubünden, mit St. Gallen natürlich und auch im Fürstentum Liechtenstein. Wir haben Natur gefahren, längs vom Rhein. Wir sind in einem grossen Renaturierungsprojekt in Maienfeld, wo wir an die Hand genommen haben, zusammen mit der St. Galler Regierung. Und dort wollen wir auch schauen, etwas für Biodiversität zu tun, aber auch etwas, damit Überschwemmungsgefahr kleiner wird, auch im Liechtensteinischen. Also das ist sicher auch etwas. Und dann haben wir auch im Klimabereich, wir haben einen Aktionsplan Green Deal, den wir lanciert haben, wo wir vor der zweiten Phase sind. Das ist eine größere Kiste, um CO2-Neutralität bis im Jahr 2050 anzukriegen. Und auch erneuerbare Energien viel mehr zu fördern. Im Liechtensteinischen haben wir auch Klimastrategie 2050. Da können wir sicher auch noch voneinander profitieren und gemeinsam auf den schwierigen Weg uns weiterhin begeben. Und bezüglich Hochschulen, der Kollege von St. Gallen, der Beat, hat vorhin gesagt, die Hochschule Ost. Graubünden hat jetzt eine eigenständige Hochschule, die FH Graubünden. Aber die Zusammenarbeit ist nach wie vor gut und wir müssen für einen starken Bildungsstandort Ostschweiz, inklusive Graubünden, kämpfen und uns auch austauschen und gegenseitig unterstützen. Es gibt sicher noch andere viele Sachen, die uns vereint. Bezüglich Grenzgänger aus Graubünden gehen etwa 1200 ins Liechtensteinische arbeiten. Nach Graubünden kommen nur etwa 50-60 aus dem Liechtenstein arbeiten. Aber das ist für uns natürlich auch etwas sehr Wichtiges. Die Grenzgänger, die eine Arbeitsstelle bei euch finden und bei uns wohnen.
Jetzt haben wir es gehört, auch noch die Verbindung zwischen Graubünden und St. Gallen. Kommen wir noch mal auf die Verbindung zwischen diesen beiden Ländern. Herr Tinner, wo sehen Sie da vielleicht auch im Alltag konkret Gemeinsamkeiten? Ja, wir haben sicher noch Herausforderungen und ich glaube, die dürfen wir in so einem Rahmen auch ansprechen. Und das sage ich als Verkehrsminister vom Kanton St. Gallen. Im ÖV-Bereich haben wir natürlich noch doch Entwicklungspotenzial oder Luft nach oben. Ich sage das deshalb, weil ich überzeugt bin, dass natürlich die Verbindung von Bux über das Liechtensteinische nach Feldkirch eigentlich eine sehr wichtige Achse, sehr ein wichtiger Holmen ist, wo wir noch müssten in der nächsten Zeit können optimieren. Auch unter Berücksichtigung und Respekt vor der Entscheid vom Liechtensteiner Souverän werden wir da sicher müssen weitere Gespräche führen. Wir haben aber auch hier die Türen zusammen mit dem Land Vorarlberg, dann aber Liechtenstein und St. Gallen, Zusammenarbeitsvereinbarungen im Bereich grenzüberschreitenden Verkehr können unterschreiben. Ich bin überzeugt, da werden wir in den nächsten paar Jahren noch das eine oder das andere davon hören. Der andere Punkt, Gesundheitswesen, ist auch schon ein bisschen angesprochen worden oder auch die grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Da kann man sicher auch dazu sagen, die grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Und da haben wir noch Verbesserungspotenzial. Mir sagt man dann etwa, Graubünden sei da ein bisschen pragmatischer als St. Gallen. Das mag ja vielleicht sein. Aber auch da versuchen wir jetzt zusammen mit dem SECO entsprechende Verbesserungen im alltäglichen Anwendung zu optimieren. Was für mich aber auch entscheidend ist, wenn man jetzt sagt, in der Bevölkerung würde ich fragen, 100 Jahre Zollvertrag, vermutlich würden viele sagen, was ist denn das genau? Und ich glaube, es zeigt, dass Zusammenarbeit, der Austausch wirtschaftlich, persönlich sehr gut funktioniert. Und wir merken erst, wenn etwas nur tut, was man verloren hat. Und darum, glaube ich, müssen wir wirklich an dem Zollvertrag sehr Sorge haben. Ich habe heute, als ich reingelaufen bin, zu Ötschem gesagt, ich glaube sogar zu dir, Sabine. Ich sehe schon vor 25 Jahren, bei den 75 Jahren, vier als Gemeindepräsident an diesen Feierlichkeiten dabei gewesen. Und ich habe mir heute überlegt, mit welchem Grund, dass ich dann in 25 Jahren könnte eingeladen werden. Also tun Sie mich schon mal auf die Einladungsliste setzen. Ich komme gerne vorbei. Mit dieser Aussage möchte ich wirklich auch zum Ausdruck bringen, dass auch aus Sicht von der St. Galler Regierung, aber von mir auch als Volkswirtschaftsdirektor, der Zollvertrag von essentieller Bedeutung ist für beide Teile, Liechtenstein wie St. Gallen, wie die Schweiz. Und das hat auch Wohlstand gebracht. Ich glaube, das sage ich auch als ehemaliger Gemeindepräsident von Wartau, wo etwa 25% der Steuerzahlenden vor etwa 15 Jahren im Land Liechtenstein gearbeitet haben. Frau Regierungsrätin Hasler, das Spektrum an Kooperationen und gemeinsamen Projekten ist sicher auch in Ihrem Aufgabenbereich gross. Was ist da im Moment, in naher Zukunft, so der Fokus? Ja, fangen wir vielleicht mit dem Bildungsbereich an. Wir haben heute viel gehört, dass die Schweiz und Liechtenstein die gleichen Werte teilen. Und da kann man sich ja fragen, warum ist das so? Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass ein wesentlicher Aspekt sehr hoch ist, dass wir gerade im Bereich der Bildung sehr eng zusammenarbeiten. Wir arbeiten strukturell sehr eng zusammen, aber wir arbeiten natürlich auch inhaltlich sehr eng zusammen. Ein Beispiel ist, dass wir uns am gleichen Lehrplan orientieren wie die Schweiz und somit unsere Kinder und Jugendlichen eben auch die gleichen Werte vermittelt bekommen. Und ich glaube, das ist wichtig in einem gemeinsamen Lebensraum mit den Herausforderungen geopolitisch, aber auch mit den Herausforderungen, die der Grenzen nicht halt machen, wie Klimakrise, dass wir eben die Chance so weiterhin nutzen, dass wir uns eng austauschen im Bildungssystem, weil das ist unsere Zukunft. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schwerpunkt auch für die Zukunft. Wenn wir bei den Werten sind, leitet das sich auch über auf die Aussenpolitik. Neben den sehr engen Zusammenarbeitskooperationen, wo der Zollvertrag den Rahmen gibt, im Bilateralen zwischen der Schweiz und der Liechtenstein, arbeiten wir natürlich eben auch im multilateralen Kontext, haben wir heute auch schon gehört, sehr eng zusammen. An UNO, wo wir eine engste Abstimmung haben, in allen diesen Resolutionen, die wir vorlegen, wo wir uns auch immer wieder engstens austauschen, zeigt es eben auch, dass wir gemeinsam als benachbarte Länder und als befreundete Länder eben auch in der Welt, wo wir
derzeit ein Krieger leben, in Europa auch gemeinsame Werte vertreten. Und dort werden wir auch, das nehme ich als Außenministerin auch so wahr, immer auch wieder wahrgenommen, dass wir zwei Länder sind, wo eben sehr eine spezielle Freundschaft uns verbindet. Und dann last but not least darf ich den Sport nicht unerwähnt lassen. Auch im Sport arbeiten wir natürlich in sehr vielen Bereichen zusammen. Und da bin ich eben auch sehr dankbar um die freundschaftliche Nachbarschaft zur Schweiz. Weil, wenn man dann als Sportministerin und gleichzeitig Diplomatin gefragt wird, wer Weltmeister werden soll, dann kann ich Liechtenstein im Moment noch ausschliessen. Und dann ist es immer wunderbar, wenn ich ohne diplomatische Schwierigkeiten, weil wir natürlich zu vielen Ländern gute Beziehungen haben, dann einfach aufgrund unserer freundschaftlichen Nähe sagen kann, natürlich soll die Schweiz Weltmeister werden. Dominik Hassler, John Domenic Parolini, Beat Tinner, Sabine Monauni, herzlichen Dank. Das hat richtig Spass gemacht mit Ihnen allen. Und ich glaube, das kann man sagen, das würden Sie sicher unterstützen, wenn man da so zulässt, dann macht man sich überhaupt keine Sorgen um Beziehungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Herzlichen Dank und nochmal einen grossen Applaus. Danke. Danke. Der heutige Abend ist ja der Auftakt in ein Jahr voll mit Feierlichkeiten rund um das Jubiläum 100 Jahre Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Wir würden Ihnen jetzt ein paar Highlights vorstellen und Details dazu sehen Sie hinten auf der Videowall eingeblendet. Schon übermorgen eröffnet die Ausstellung 100 Jahre Zollanschlussvertrag Schweiz-Liechtenstein und zwar im Schweizerischen Zollmuseum Gandria. Sie dauert bis und mit Oktober 2024, also völlig Zeit, um dort gerne mal vorbeizuschauen. Ebenfalls eröffnet das Liechtensteinische Landesmuseum in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Zollmuseum Gandria seine Ausstellung und zwar nach dem Sonderlandtag am 26. April. Ein weiteres Highlight wird der Festanlass für die Bevölkerung am 29. April in Vaduz und Sevela, also rund um die Alte Rheinbrücke. Dort wird der Tag starten mit einem festlichen Einzug. Es gibt Ansprachen vom Landtagspräsident Albert Frick, vom Nationalratspräsident Martin Candinas, vom Regierungschef Daniel Risch und der Bundesrätin Karin Keller. Sutter. Dazu gibt es Unterhaltung, Kulinarik aus St. Gallen, Graubünden und dem Liechtenstein. Also am besten, Sie kommen vorbei und schauen sich das an. Alle Infos finden Sie in der Broschüre 100 Jahre Zollvertrag. Der liegt bereit zum Mitnehmen für Sie. Der ist schon an alle Haushalte in Liechtenstein verschickt worden und heute jetzt eben auch bereit für Sie zum Mitnehmen. Weitere Infos gibt es noch auf der Webseite zollvertrag.li. Und etwas Spezielles möchten wir Ihnen am heutigen Abend noch auf den Weg geben. Und zwar hat die Philatelie Liechtenstein und Schweiz für den Festanlass jeweils eine Jubiläumsbriefmarke lanciert. Der Schweizer Beitrag der steht unter dem Titel «Beziehung» und führt die Schweiz und Liechtenstein mit einem Reissverschluss zusammen. Und das Sujet von Liechtenstein unterstreicht die historische Bedeutung zwischen dieser Verbundenheit und zeigt Auszüge aus dem Originalvertrag von 1923. Und die Gelegenheit sollten wir eigentlich fast nutzen, oder? Absolut. Und zwar möchten wir heute die allererste von diesen Briefmarken, von der Jubiläumsmarke, verschicken. Und zwar habe ich gedacht, ich verschenke die jetzt einfach. Herr Verse, ich dachte, Sie könnten vielleicht die erste verschicken und vielleicht gerade heute noch abschicken mit lieben Grüßen aus dem Liechtenstein. Wie schön, dass es da ist. Danke. Nein, danke, das ist eine fantastische Idee, das zu tun. Ich bin sehr, sehr froh. Ich kann es haben, denn ich werde es verschicken. Und es funktioniert auch bei der Post. Dann mache ich es wirklich. Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den heutigen Abend. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Tina und ich auch durch den Anlass durchführen durften. Es war uns wirklich eine Ehre. Es hat riesig Spass gemacht mit Ihnen allen. Liechtenstein und die Schweiz haben definitiv etwas zu feiern. Ich würde sagen, auf weitere 100 Jahre gute Beziehungen. Vielen Dank fürs Kommen und einen wunderschönen Abend. Merci.